Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit der wieder aufblühende Rosenaktion. Und heute mit Seele der Straße. Und wir müssen die Punktzahl 21.324 knacken, um ein besseres Ergebnis zu haben als an Tag 1. Ich denke nicht, dass wir es schaffen werden. Aber mal schauen. Alle Gegner auf dem Schlachtfeld befinden sich im Zustand kombinierte Kräfte. Wenn einem Gegner Schaden durch Standardangriff, heftigen Schlägen, Angriff aus dem Fall, Elementarfähigkeiten, Spezialfähigkeiten der Figur zugefügt wird, erleiden auch die anderen im Zustand kombinierte Kräfte befindlichen Gegner einmaligen tatsächlichen Schaden, 2 Sekunden Abklingzeit. Wird dem Objekt auf dem Schlachtfeld Schaden zugefügt, kann dieser Effekt nicht ausgelöst werden. Wird dem Objekt auf dem Schlachtfeld Schaden zugefügt? Was ist damit? Was ist damit mit dem Objekt gemeint? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Gegner sind Ruinen, Drachenwächter, Goldbrigade und nochmal Ruinenmaschinen. Und am Ende nochmal Fatui, Goldbrigade gemischt. Also, oh, Yoimiya, okay. Also ich würde auch sagen, Yoimiya würde im ersten Team viel Sinn machen. Genau, dann machen wir mal. Genau. So, was haben wir für Fähigkeiten? Hydro, Pyro. Okay, das sieht gut aus. Ayato haben wir noch. Ayato würde ich dann tatsächlich. Boah, ins gleiche Team. Es lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Was ist das zweite? Das sind auch nicht so viele Gegner, okay. Ich könnte mir fast vorstellen, mit Sekros arbeiten und mit Bennett und dann hier Ayato. Und ob er nicht mehr viel übrig. Ja, Miko. Und dann hier vielleicht. Hier würde Pyro am meisten Sinn machen. Hier macht Hydro. Na, Hydro macht hier am meisten Sinn. Genau. Dann den Angriff erhöhen würde ich hier reinpacken. Elementarkunde, das würde ich hier unten reinpacken. Kritischer Schaden packe ich hier oben rein. Und Standardangriffen. Oh, okay, ne, dann haben wir Standardangriffe. Ja, wie mache ich das weg? Ah ja. Okay. Wobei, das ist auch heftig. Ah, das ist. Uiuiuiui. Was war es? 21.324. Uff. Das denke ich nicht, dass wir das toppen können. Ich weiß gar nicht, wie das geschafft hat. Wahrscheinlich war der erste Tag einfach viel leichter. Ich habe eigentlich auf Xingqiu gewechselt, aber. Gut, dann nicht. Ich wusste gar nicht, dass die Krebse springen können, lol. As you wish, main Fräulein. Das wird keine sehr gute Zeit. Das kann ich jetzt schon sicher sagen. Die Anzahl der Gegner finde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben. Ja, es war noch okay, aber puh. Dafür, dass ich Yoimiya so krass gebufft habe, Doppelstandardangriffe buff, war das ehrlich gesagt ganz schön enttäuschend. Ey, wie halt erstmal die Gegner 3 Sekunden brauchen, um zu spawnen. Das ist halt auch lächerlich. Okay. Ja, moin. Come on. Okay, das war schneller, das war wesentlich schneller. Holy moly.
Okay. Letzter Raum. Ach, das ist ja gar kein Hydro. Ich dachte, es ist ein Hydro-Fatui, lol. Ich dachte, das ist ein Hydro-Fatui. Ah, und die alte habe ich auch nicht gesehen. Riff. Das ist natürlich blöd. Ey, wieso steht denn der Typ am Ende des Universums? Ach Mann, ey. Steht er am Ende des Universums einfach? Eieiei. Na gut, das ist auf jeden Fall unsere schlechteste Zeit mit Abstand. Wo ist der Damage? Wo ist der Damage? Wir machen kein Damage. Puh, das wird meine schlechteste Zeit im gesamten Event wahrscheinlich. Ist schon zu spät. Wo ist denn der ihr dämliches Vieh? Uff, das war schlecht. Ey, der letzte Raum hat uns so runtergezogen, ne? Der letzte Raum hat uns so runtergezogen. Der zweite war krass, der erste war gut. Ah, der letzte hat uns komplett zerstört. Naja, immerhin die zweithöchste Punktzahl während dem Event. Das ist ja schon mal was. Aber gut, das letzte Team war auch, ehrlich gesagt, nicht gut. Habe halt wieder einen Charakter genommen, den ich so nicht spiele. Ah ja, Tor. Ich hätte wahrscheinlich einfach Utao nehmen sollen. Probably. Aber egal. Ist ja nur ein Event. Und es geht ja auch nur um die Belohnung. Oh, hoppla. Na gut, Saisonauftrag können wir uns auch abholen. Gibt 1500 Battle Pass Punkte. Bin ich jetzt schon auf 36? Ne, 34, ja. Achso, es hat schon aktualisiert. Ja, klar. Ja, hat ja immer extrem viel Zeit. Genau, und damit haben wir jetzt eben 80 Urgestein am letzten Tag. Und jetzt kriegen wir Lisas Kleidung. Weil dafür muss man einfach alle Herausforderungen abschließen und eine Gesamtpunktzahl von 10.000 erreichen. Also bei jedem Tag 2.000 ist das Minimum im Endeffekt, um Urgestein zu bekommen. Also nice. Und damit haben wir Lisas Kleidung freigeschaltet. Weisheit unter dem Grün. Ja, und das war's. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, würde mich riesig über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.